Science for Innovation. For a biochip, a single drop of blood is sufficient to gain crucial information on a life and death matter. Common clinical tests often need days to recognize a disease such as blood poisoning. Biochips, however, provide a diagnosis almost immediately and can save lives. The University of Salzburg, together with Stratec Consumables, paves the way for this cutting-edge technology in an open fab lab. In der früheren Zeit hatte jedes analytische, chemische, klinische Problem eine maßgeschneiderte Lösung, zum Beispiel so ein Gerät. Heute verwenden wir diese Dinge nicht mehr, sondern wir haben Plastikteile, die hochstandardisiert sind, mit denen wir spezifische, sehr sensitive Tests produzieren können. Wir sind der Meinung, dass wir wirklich mit einem Tropfen Blut die Möglichkeit haben, Krankheiten wie Krebs, wie Altersschwäche zu diagnostizieren. Wir wollen Ideen in Produkte übersetzen. Die große Frage ist, wie kommen wir zu ersten Prototypen zur Untersuchung von Blut oder unseres Erbmaterials? Wir denken, dass wir für so eine Frühphase zur Entwicklung solcher Chips so ein Labor brauchen. So ein Labor soll dann gefüllt sein mit einem Team, das interdisziplinär arbeitet. Also wir wollen Mediziner, Biologen, Techniker und Ingenieure vereinen. The Spark Laboratories are specialized in the development and production of biochips. Each biochip is tailor-made. Now we can use this technology to decipher an unthinkable variety of unsolved problems. Einen Biochip kann man sich vorstellen wie ein winziges Labor. Darin sind kleine Kammern, durch die eine Flüssigkeit fließt, zum Beispiel ein Blutstropfen. Und in jeder dieser Kammern wird der Blutstropfen auf einen ganz bestimmten Zustand hin untersucht. Hat beispielsweise jemand einen Schlaganfall, so kann man mit Biochips und Spezialgerät in kürzester Zeit über lebenswichtige Interventionen entscheiden. Vom Design am PC bis zur Herstellung erster Prototypen brauchen wir oft nur wenige Tage. Natürlich können wir die Chips auch in unserem Labor testen. Qualitätssicherung ist somit gewährleistet. Chip ist fertig. Dies ist ein erster gefertigter Prototyp. In Folge sollten solche Chips verwendet werden, um Zellen bei der Alterung zu beobachten. The Spark Lab is supported by the State of Salzburg and opens collaboration opportunities with industry and small enterprises. Die Region Salzburg verfügt im Life Science Sektor über ein wachsendes und pulsierendes Netzwerk zwischen Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen. Neben gut ausgebildeten Fachkräften ist die schnelle Umsetzung von Wissen in Prototypen, in Produkten, Dienstleistungen sehr wichtig. New perspectives will emerge from the close cooperation between research and industry. Für uns als technologiegetriebenes Unternehmen besteht eine besondere Herausforderung darin, die Brücke zu schlagen zwischen der Medizin und der Technik. Gerade wenn wir eine neue Idee von der Universität bekommen und hier gemeinsam an einem Tisch daran arbeiten, diese umzusetzen, ergeben sich auch neue Ideen, vielleicht auch neue Patente. Durch diese Kooperation können wir unser Forschungsprofil im Bereich Life Science weiter stärken und gleichzeitig unseren Studierenden neue Möglichkeiten bieten. Und last but not least kann die Universität Salzburg eine zentrale Rolle in der Netzwerkbildung rund um die innovativen Biochip-Technologiebereich einnehmen. Despite their small size, biochips signify a huge step towards future innovations in medical technology and diagnostics.